das auch nicht besser verstecken können, ne? Du, den 10-Euro-Schein hätte ich aber mitgenommen, so als kleinen Bonus. So fürs Portemonnaie? Hätte sich gefreut. Unter Garantie. So, ach, da haben wir noch ein Schloss. Vielleicht kann ich das Schloss mit irgendetwas entfernen und die Tür öffnen. Vielleicht mit dem Brecheisen. Dankeschön. Ups. Hat keiner gesehen. Hat auch keiner mitgekriegt, dass ich hier einfach so ein Schloss aufbreche. Nein, kriegt keiner mit. Auf keinen Fall. Und selbst wenn, wäre es mir egal. Weil es ja meine Sache, was ich tue. Und überhaupt. Warum rechtfertige ich mich hier eigentlich? Das Spiel verlangt, dass ich das tue. So, wir brauchen aber immer noch zwei Papierschnipsel. Wo sind die? Hallo? Die sind aber sehr gut versteckt. Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Wo könnte hier noch Papierschnipsel versteckt sein? Wo könnte was versteckt sein? Ist da oben noch eins? Nö. Wie gesagt, ich will jetzt nicht versuchen, hier irgendwie wild drauf rumzuklicken. Ach, da ist noch eins. Auf der Tür des Safes befinden sich einige Klebestreifen. Ja, schön. Aha. Gut, ich konnte jetzt zwar das Ding da anbringen, aber uns fehlt immer noch ein Papierschnipsel. Und ich hätte jetzt gerne gewusst, wo und wie ich daran kommen könnte, würde, gedings. Irgendwie. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Ja, also so komme ich da nicht weiter. Da muss ich einen Hinweis nehmen. Hä? Ja, natürlich. Ich hätte jetzt auch sofort die Maske beiseite gelegt, weil ich genau wusste, dass da ein Papierpitzel ist. Natürlich. Aber selbstverständlich. Und ich bin das Wurstbrot. Ey, sowas Dämliches. Da kannst du echt nichts mehr zu sagen. So. Dies sollte der Chiffre für den Code des Safes sein. Ja, schön. Du glaubst auch nicht, dass ich mir das jetzt alles merke, oder? Ich hoffe, ja, wollen wir nicht. So. Finde den echten Code mit dem Chiffre. Verwende das Ziffernfeld, um jede Ziffer einzugeben. Hä? 2, 4. Hä? Neun. 8. Ach, so geht das. 8 ist die 3. Die 3 ist die 5. Die 1 ist die 6. Und die 0 bleibt die 0. So eine tolle Wurst. Oh, Alter. Beweis! Der grinst sogar ins Bild rein. Toll! So einen Gangster habe ich schon immer gesucht. Ich erkenne diesen maskierten Mann. Ich habe ihn eine Weile beobachtet. Na schön.
Er wurde kürzlich in Madrid gesehen, also muss ich wohl nach Madrid. Ich fahre mit. Lass mich eben meinen Pass aus Chloes Wohnung abholen. Ja. Mach mal. Ich habe keinen Schlüssel. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Oh Gott! Ey, es ist ein Messi-Grundstück hier. Boah! Also da kann... Nee, komm, da kann ich doch gar nichts mehr zu sagen. Das geht doch gar nicht. So. Chloe versteckt ihren Autoschlüssel im Briefkasten. Warum? Und woher weiß die das? So, wir haben jedenfalls einen Briefkastenschlüssel schon mal gefunden. Das ist toll. Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, woher weiß sie, dass der Kofferraumschlüssel im Briefkasten ist? Das kann es doch wohl nicht sein. So, es sieht so aus, als ob wir etwas aufbrechen müssten. Ja, nur wo finde ich den Dietrich? Jetzt sag mal nicht, der ist hier unter. Das ist eine Haarnadel, aber kein Dietrich. Aber okay. Ich lasse mich ja gerne überreden. Ist ja kein Ding. Also, ja gut. Okay. So, bewege den grünen Punkt in den grünen Bereich auf der rechten Seite, ohne die Stifte im Schloss zu berühren. Klicke den Punkt an. Ja. Oh Gott. Komm mir vor wie der heiße Draht. Wow. Da hätten sie eigentlich ein bisschen Musik laufen lassen können. Huiuiui. Boom, Baby. Das war so ein bisschen an den heißen Draht gerade angelegt. Sobald ich meinen Pass habe, können wir nach Spanien fliegen. Oh yeah, Urlaub for the win. Schau mal drauf, die Freunde brauchen wir gar nicht finden. Das ist doch, Madrid, Spanien, Chloes Flucht. Ach komm. Lass mich los, du Schwachkopf. Emil, sag kein Wort. Ich möchte nicht, dass du ihr aus Versehen verrätst, dass wir bald in Spanien ein Museum ausrauben. Ja. Oh. Oh. Egal, mach keine blöden Fehler wie diesen hier. Fessel sie. Mädel, du hast deine Chance zu fliehen vertan. Ey, der hat eine Fresse zum Reinschlagen. Und wenn du glaubst, dass sich jemand retten wird, vergiss es lieber. Die französische Polizei wird uns nicht kriegen. Freunde dich lieber mit den Ratten an. Du wirst viel Zeit mit ihnen verbringen. Ja. Ein Museum in Spanien? Ich muss entkommen und das Grace sagen. Vielleicht hilft mir diese zerbrochene Flasche. Aha. Klicke ganz schnell, um den Balken im grünen Bereich zu halten, um das Seil durchzuschneiden. Ja, mach ich ja. Puh! Endlich frei! Die Ganoven sind so unglaublich dumm. Ja, warum stellen die auch eine kaputte Flasche da hinten auf? Naja, komm. Okay, der einzige Fluchtweg aus diesem Keller führt durch das vergitterte Fenster. Ja. Und warum muss sie jetzt ein Kutschrad mitnehmen? Warum? Und ein Teddy. Oh. Dies ist ein guter Auffangbehälter. Ein LP. Ach, hier eine Langspielplatte. Ich dachte, ein Let's Play. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie. So. Ein Handbohrer, da haben wir ihn doch.
einmal ein Rad. Das ist Kutschrad. Jetzt bräuchte ich noch einen Eimer. Ach, der ist hier vorne. Ein Ventilrad. Also die Musik gerade, die passt da irgendwie gar nicht zu. So, ach, hier Säure müssen wir auch noch mitnehmen. Machen wir. Kriegen wir alles hin. Alles kein Problem hier. So, pass mal auf, den Eimer packen wir jetzt hier vorne hin. Jetzt muss ich etwas Wein einfüllen. Da kannst du den Handbohrer zu nehmen. Wenn es gehen würde. Der Griff fehlt. Schön. Gut, dann nehmen wir eben das Ventilrad. Was ich gerade gar nicht gesehen hatte, aber egal. Auf die eine oder andere Weise werde ich Wein bekommen. Ja, schön. Aber was hat es jetzt eigentlich gebracht, diesen Eimer hier hinzustellen? Könnte mir das mal einer verraten? Rosenschere, Säure. Ach, hier, da ist der Lappen. Was haben wir da? Ich muss den Eingang mit etwas Schwerem blockieren. Bleib mit dem Kutschrad? Ja! Selbstverständlich. Diese Gegenstände passen nicht zueinander. Wieso? Die Säure auf den Lappen? Oh, naja, mach was du willst. Hier, da einmal die Rosenschere. Jetzt kann ich sie öffnen. Yay! Yeah! Die Oscar-Statue! So. Diese Wand ist sehr alt. Ich brauche etwas Ätzendes, um die Risse freizulegen. Ja, das ist kein Problem. Bitte. Und jetzt vielleicht den Handbohrer. Ich sollte diese beiden Gitterstäbe verbiegen können, aber nicht mit bloßen Händen. Dann nimm den Lappen. Wenn der Stoff trocken ist, reißt er beim Verdrehen. Ah ja. Okay. Der Lappen ist vollgesogen. Jetzt reißt er nicht mehr, wenn ich ihn verdrehe. Ja, gut. Nasser Lappen. Jetzt brauche ich etwas, mit dem ich drehen kann. Nimm die Oscar-Statue. Ich muss Grace anrufen und ihr sagen, was ich gehört habe. Vielleicht kann sie es irgendwie verhindern. Ja. Natürlich. Die schafft alles. Bist du dir sicher, dass der nächste Raub in Spanien stattfinden wird? Wenn mich mein Instinkt nicht trügt, ist das dein Handy? Ja, warum? Hallo? Chloe, meine Güte, geht's dir gut? Nein, ist alles scheiße. Mir geht's gut, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich glaube, ihr nächstes Ziel ist in Madrid. Warte, da kommt jemand, das ist bestimmt mein Entführer. Oh mein Gott! Chloe, bist du da? Chloe, keine Antwort. Gib Gas, Lucien. Wir müssen Chloe retten. Hey, warum fährst du so langsam? Ist der Motor kaputt? Ich kann es nicht glauben. Wir haben einen Platten. Warum gerade jetzt? Tut mir leid, Grace, aber wir müssen über einen Nagel oder etwas ähnliches gefahren sein. Du Vollidiot. Wir haben vielleicht Glück gehabt. Siehst du das Paar, das dort drüben geparkt hat? Das könnte uns vielleicht helfen. Ich bin gespannt. So. Wir müssen dringend nach Madrid. Können Sie uns mitnehmen? Nö. Alter. Alter, voll die Hippies! Alter! Erstmal vor uns Wand durchrauchen. Und immer ganz easy bleiben, Das ist voll cool. Klar, doch können wir euch mitnehmen. Es ist voll easy.
Wir können schneller aufbrechen, wenn sie uns helfen. Ich bin gerade so zugedröhnt, ich kann gar nichts selber machen. Könnten sie vielleicht unsere Sachen zusammenpacken,